Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Weiter geht's an Tag 4 in der Apokalypse. Es steht noch immer keine Basis und ja, genau das soll sich heute ändern, weil so langsam wird's ja dann doch mal Zeit, dass ich hier eine feste Bleibe finde. Und ja, bevor ich jetzt hier noch länger um den heißen Brei herumrede, wir haben ja beim letzten Mal noch diese schöne Stelle hier vorne gesehen und genau da gehen wir jetzt auch gleich mal hin, weil mit ein bisschen Glück wird das vielleicht schon unsere zukünftige Heimat. Schauen wir mal. Da ist noch ein Zombie, okay. Den, glaube ich, nimmt man noch ganz kurz um. Sicher ist sicher. Sehr schön. Der hat zum Glück nichts mitbekommen. Dann schnell weiter, bevor er sich's anders überlegt. Und das schaut schon mal sehr gut aus, was ich hier sehe. Eine schöne große Fläche, eine Ebene, aber dass ich die nie gesehen habe, da bin ich anscheinend immer mit Scheuklappen dran vorbeigelaufen. Ja gut, aber ich glaube, das ist es. Wir können uns hier richtig gut ausbreiten. Noch dazu haben wir die Stadt hier gleich vorne, die uns ja lange Laufwege beim Looten erspart. Und ja, den Händler haben wir eigentlich auch gleich vor der Haustür. Also ich glaube, besser geht's nicht. Wisst ihr was? Da bleiben wir. Da bleiben wir. Absolut. Sehr schön. Hätten wir das schon mal. So, jetzt brauchen wir allerdings noch Holz. Denn ich möchte mir ganz gerne, ja, erstmal ein paar Blöcke herstellen. Ein paar Holzblöcke. Und eine Art Blaupause errichten. Denn ich habe schon eine gewisse Grundidee, wie unsere Basis dieses Mal ausschauen soll. Ich weiß nur noch nicht hundertprozentig, ob sich das Ganze auch gut in die Tat umsetzen lässt. Und von daher erstmal hier auf Nummer sicher gehen und ja, nichts Finales errichten. Erstmal ein bisschen ausprobieren das Ganze. So, wir stellen uns, ja, sage und schreibe 55 Stück her. Passt perfekt. Lieber zu viel als zu wenig. Da kommt noch jemand, der stören möchte. Aber gleich nicht mehr. Problem gelöst. Kurz und schmerzlos. Ja, vielleicht für einen Zombie eher schmerzvoll. Aber gut, mich stört's ja nicht. Da ist gleich noch eine. Die steht auch nicht mehr auf. Perfekt. Genauso muss es sein. Ah ja, die Blöcke sind eh schon fertig. Sehr schön. Ja, dann erkläre ich euch jetzt einfach mal meine Idee, damit ihr auch wisst, was ich da eigentlich vorhabe. Ich würde ganz gerne hier unten eine Fallgrube anlegen und ja, die Basis packt man dann oben drauf, sodass es praktisch hoch hinausgeht. Nicht ganz bis in den Himmel, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Soll ja kein Denkmal werden, sondern nur eine Basis. Und ja, fangen wir einfach mal mit einer Grundplatte an. So 7 auf 7 oder 6 auf 6, irgendwie sowas um den Dreh rum. Nicht zu groß und nicht zu klein auf alle Fälle. So, dass es halt passt. Okay, das sind jetzt sowieso schon 3, 6. Okay, dann fehlt noch einer. Und dann machen wir das gleiche noch in die Richtung. 3, 4, 5, 6 und 7. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ne, schaut gut aus. Ja, auch nochmal kurz checken. Passt. Einwandfrei. Gehen wir hier noch vor und dann hier noch nach unten und dann mal gucken, ob das von der Größe so passt oder ob das Ganze zu klein ist. Das ist jetzt die große Frage. So wahnsinnig groß ist es ja nicht. Aber gut, eine kleine Base ist halt auch leichter zu verteidigen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal so. Das machen wir einfach so, weil im schlimmsten Fall kann ich immer noch erweitern. Unsere Fallgrube baue ich aber dann nicht direkt hier dran. Denn ich möchte ganz gerne unsere Säulen, ich markiere jetzt einfach mal hier, unsere Säulen möchte ich ganz gerne an der Oberfläche lassen,
sodass die praktisch nicht in die Fallgrube hineinragen, weil da werden sie ja ständig den Zombies ausgesetzt. Das möchte ich vermeiden, sodass wir vielleicht dann die Fallgrube entsprechend hier so anlegen. Wobei natürlich 3 auf 3 nicht gerade viel ist. Wenn ich das jetzt so sehe, das wäre unsere Fallgrube praktisch. Groß ist das ja nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber noch weiter rausgehen? Nee, ich glaube, das ist nicht drin, weil ansonsten ist die Struktur hier nicht mehr gegeben. Die Stabilität, meine ich, natürlich. Ansonsten kracht das Ganze runter. Und bei meinem Glück natürlich auch an Tag 7. Nee, ich glaube, wir bleiben erstmal dabei. Sicher ist sicher. Ist sowieso nicht auszuschließen, dass ich vielleicht sogar hier in der Mitte noch eine zusätzliche Säule brauche, wenn ich mir das so ansehe. Aber gut, die können wir dann zur Not immer noch platzieren. So, habe ich jetzt eigentlich Steine dabei? Pflastersteine? Nee, habe ich nicht. Okay, gut, dann habe ich die wahrscheinlich hier vorne in der Kiste, glaube ich, liegen gelassen. Schauen wir mal eben. Weil aus Holz brauchen wir das natürlich nicht. Das würde den Zombies nicht lange standhalten. So, ich brauche Pflastersteine. Wo haben wir sie denn? Ah ja, sehr schön. 455, das ist doch gut. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. So, Zement nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen Fleisch kann vielleicht auch nicht schaden. Und ja, den Rest brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Genau. Oder? Ah, vielleicht die Schaufel. Sicherheitshalber, weil wer weiß, wie lange es die Stahlschaufel hier noch macht. Lassen wir es erstmal so. Ich könnte eigentlich gleich diese Steinplattenblöcke wieder herstellen, fällt mir gerade ein. Weil die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis die hier fertig sind. 113 Stück. Sehr schön. Da hat sich das Looten bezahlt gemacht in der letzten Zeit. Wunderbar. So, und dann, ja, dann nehmen wir das hier gleich mal wieder weg. Und dann schnappen wir uns am besten gleich mal die Schaufel. Weil dann können wir hier ein schönes, ja, Fundament platzieren, nämlich so. Und da drauf packen wir dann die Säulen, die nach oben gehen. Sehr schön. So, das nehmen wir auch noch weg. Wunderbar. Und das gleiche machen wir natürlich hier auch noch. Einwandfrei. Zack und zack und hier kommt noch ein Block rein. Sehr schön. Die Fallgrube legen wir dann sowieso später an. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir in die Höhe kommen. Ja. Ich brauche... Was brauche ich jetzt noch? Säulen. Gut, Säulen stellen wir uns ja jetzt nicht mehr hier direkt her. Habe ich mir sagen lassen. Die sind nämlich jetzt in diesem Menü vom Steinplattenblock direkt drinnen. Praktisch in diesem Shape-Menü, so schimpft sich das. Hier haben wir die ganzen einzelnen Blöcke drin, die ganzen Blocktypen. Und wir brauchen jetzt diese 100er-Säulen. Die hätte ich jetzt gerne. Wie geht's jetzt weiter? Einfach Escape drücken, oder wie? Ah ja, okay, sehr schön. Wieder was gelernt. Man lernt nie aus. Da ist was Wahres dran, an dem Sprichwort. Ja, da kommt ein Zombie daher. Will der etwa die Bauarbeiten stören? Das dulde ich nicht. Hier gibt's keinen Baustopp wegen Zombies. Ganz sicher nicht. So, perfekt. Das ist schon mal geschafft. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein schönes Gerüst. Damit wir da auch entsprechend raufkommen.
kommt schon wieder ein Zombie daher. Eieiei, nicht mal in Ruhe bauen kann man hier. Ja, hier bin ich. Kuckuck. Wo rennst denn du hin? Ah, der hat gleich mal eine doppelte Ladung abbekommen. Doppelt hält besser. So, wie hoch macht man das? Reicht es schon von der Höhe? Angenommen, ich wäre jetzt ein Zombie. Dann könnte ich, ja, hier hoch. Das sollte aber eigentlich passen. Weil wenn ich da jetzt eine Platte drauf packe, ja, ich glaube, das reicht. Das reicht auf alle Fälle. Das heißt, 4 Blöcke nach oben müssen wir hier bauen. Soweit, so gut. Hüpfen wir hier noch rüber. Ganz geschwind. Ich will sowieso die unterste Reihe hier als, ja, Verteidigungsanlage entsprechend ausbauen. Das heißt, der eigentliche Wohnbereich ist dann noch eins weiter höher. Sprich, auf der Höhe kommen dann die ganzen Metallverstärkungen rein, die ganzen Metallsäulen bzw. Gitter, meine ich natürlich. Und weiter oben kommt dann der Wohnbereich. Machen wir es erstmal so, das wäre dann praktisch die Höhe, wo unsere Gitter entsprechend hinkommen würden. Rein theoretisch, dann brauche ich eigentlich hier auch schon wieder die viereckigen Blöcke. Und dann gehen wir noch, ja, circa 3 Blöcke nach oben. Wunderbar, ganz toll gemacht. Oh, hier kommt mehr darunter anscheinend. Ja, das kann ja was werden mit meiner Basis, wenn es schon so anfängt. So, wir brauchen... Ah, ich gehe immer ins Menü rein. Ich bin noch das alte Baumenü gewohnt. Das bitte ich zu entschuldigen. So, falscher Block ausgewählt. Dann machen wir es halt nochmal. Und zwar brauchen wir den hier. Einmal so. Das wird eigentlich sowieso unser ja, Kranz, der einmal rundrum kommt. Du bist durstig, trinke Wasser. Alles zu seiner Zeit. Einmal so, einmal so, einmal so. Dann sehen wir sowieso auch gleich, ob das Ganze hält, was es verspricht oder nicht. Na, schaut aber gut aus. Sehr schön. Wunderbar. Ui. Puh, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Okay, soweit so gut. Und ah, da komme ich nicht ganz hin. Dann machen wir es so. Einmal frei. Das ist praktisch sozusagen das, ja, Grundgerüst. Der Zombie. Okay, stört uns nicht. Sehr schön. Ja, und dann packen wir da jetzt nochmal Säulen drauf. Und zwar nehmen wir auch da wieder diese 100er Variante. 2 hoch. Ja, wird fast ein bisschen eng, oder? Ja, machen wir 3, glaube ich. Ist gescheiter. Ja, das war eigentlich nicht geplant. So sollte das nicht ausschauen. Aber gut. Oh, weia. Ich bin am Verhungern. Baustopp. Ich brauche was zu futtern. Okay, sehr schön. Das sollte reichen. Heute futter ich mal nicht das ganze verkohlte Wildbret, weil ansonsten übergibt sich ja mein Charakter wieder. Hat man ja beim letzten Mal schon. Das brauche ich nicht nochmal. So, alle hopp. Perfekt. Bringen wir hier gleich drauf und dann packen wir hier auch noch eine Säule drauf. Ah, schade. Da war der Arm.
Bisschen zu kurz. So, perfekt. Okay, und das wird dann praktisch unser Wohnbereich, der da drauf kommt. Sprich, wir bauen das gleich jetzt nochmal. Nochmal so ein, ja, Außenfundament da oben drauf und dann können wir da oben eigentlich einziehen. So zumindest die Theorie. Und dann sind auch schon die ganzen Steinplattenblöcke weg. Geht wahnsinnig schnell. Halt, das war falsch. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich in diesem Shape-Menü die hier auswählen. Aber gut, abreißen kann ich den Block immer noch. Können wir auch in der Nacht machen. Das muss jetzt nicht gleich sein. So weit, so gut. So, da reicht natürlich der Arm wieder nicht. Dann machen wir es halt so. Okay. Alle ab. Ah, müssen wir noch eins höher. Perfekt. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Stelle hier. Aber da schnappe ich mir jetzt mal ganz geschwind ein paar Blöcke. So, werde ich gleich erschlagen? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend ist das Ganze noch stabil. Mann, bin ich froh. Ich hoffe, das bleibt natürlich auch so, weil ansonsten könnte es ein paar Probleme geben. So, soweit so gut. Sehr schön. Das wird jetzt praktisch unser Wohnbereich. Und ja, von daher können wir da jetzt auch gleich mal das Ganze entsprechend verkleiden. Ich lass mal in der Mitte ein bisschen Platz, dass wir da auch runterballern können. Sollte sich heute Abend irgendwas ergeben, was ich natürlich nicht hoffe. Sehr schön. Ja, und dann fehlen uns ganz klar die Steinplattenblöcke. Und wie komme ich jetzt eigentlich wieder runter, ohne mir hier sämtliche Knochen zu brechen? Am besten mit einer Leiter. Aber ich habe kein Holz mehr. Toll gemacht, würde ich sagen. Ganz toll gemacht. Eieiei. So, aber zumindest können wir uns noch ein paar Steinplattenblöcke herstellen. Dann könnten wir eigentlich auch gleich hier zubauen. Weil dann sehen wir auch, ob das Ganze was aushält oder nicht. Der Belastungstest folgt sogleich. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass mein Charakter so ausgehungert ist. Ich habe noch nicht die nötige Masse, um das Ganze hier in Schwung zu bringen wahrscheinlich. Nee, aber ich denke an und für sich sollte das eigentlich passen. Sehr schön. Wunderbar. Genauso wollte ich das. So, jetzt springen wir am besten hier mal runter. Vorsichtig. Sehr schön, hat funktioniert. Und ja, dann nehmen wir mal diese ganzen Blöcke hier raus, die ich da noch reingepackt habe. Da schaut natürlich jetzt noch nicht wirklich nach einer Basis aus. Aber das wird noch. Das wird noch. So, nehmen wir mal alles weg. Okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, aber es ist immer noch stabil. Da bin ich jetzt schon mal beruhigt, weil da hatte ich erstmal so meine Bedenken, dass das Ganze jetzt in sich zusammenfällt, wenn ich diese Holzblöcke wegnehme. Aber nee, es hält. Es hält, was es verspricht. Sehr schön. Wunderbar. So, schnell auf zur Kiste. Nehmen wir noch ein paar Dinge mit. Vor allem auch Holz. Und dann geht's nach oben. In die oberen Gefilde. Du hast nicht genug Ausdauer. Das ist schlecht. Nun gut, dann erstmal kurz die Ausdauer wieder regenerieren lassen. Und ja, was nehmen wir noch mit? Das hier. Dann vielleicht noch ein paar Knochen. Bisschen Kohle. Natürlich auch Heuballen. Dann können wir da auch runterspringen. Auf direktem Wege. Den Kochtopf. Federn.
Ja, und dann passt's eigentlich für den Anfang. Noch rechtzeitig fertig geworden, bevor hier die Sonne untergeht. Da bin ich auch froh drum. Weil dann können wir gleich an Tag 5 in der Früh loslegen mit der Fallgrube. Weil jetzt in der Nacht, so in der Nähe der Stadt, na, ich weiß nicht so recht. Das ist mir nicht unbedingt geheuer. Das muss nicht sein. Und ich muss auf alle Fälle was gegen die Ausdauer tun, weil das ist auch nicht mehr feierlich. Nur 35 Ausdauer. Da werde ich auch nicht mehr froh. Halt, bevor ich jetzt hier hochbaue, platzieren wir noch die Heuballen. Sehr schön. Können wir nämlich da auch direkt drauf springen. Ich hoffe nur, dass ich auch die Heuballen erwische und nicht daneben springe. Ansonsten wird es auch ungemütlich. Alle hopp. Sehr schön. Das hat funktioniert. Soweit so gut. Und ja, dann fehlt natürlich auch noch das Wichtigste, nämlich der Schlafsack. Den brauchen wir schon. 10 Sekunden, dann ist er fertig. Und dann haben wir eine sichere Bleibe für die Nacht. Sehr schön. Der kommt jetzt einfach mal. Ja, der kommt jetzt einfach mal hier hin. Schön in die Mitte. Und dann sage ich mal wieder, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, bei der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bis dahin. Servus.